Das ist ein ganz normales Kabel. Das würde ich meinen, ist kein ganz normales Kabel. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von mir. Es geht heute tatsächlich um Kabel, aber ihr werdet sehen, es sind nicht irgendwelche Kabel. Erstens, es sind Kabel von Nomad, ein USB-C auf USB-C Kabel und ein USB-A auf Lightning Kabel. Ohne jetzt noch viel herumzureden, beginnen wir mal mit dem ersten Kabel, USB-C auf USB-C. 1 Meter lang, man kann 4K Videos drüber schicken, das heißt, das Ding ist gleichzeitig auch ein Datenkabel. 100 Watt Output, es ist eben mit Nylon überzogen, das ist diese Stoffummantelung, und hinten haben wir noch mehr Infos, kurz pausieren, wenn man sich das genau durchlesen möchte. Ich beginne jetzt gleich mit dem Auspacken, es sind ja wirklich nur Kabel, das heißt, es ist nicht viel drinnen. Das Ganze kommt in dieser schön bedruckten Box. Hier ist das Kabel selbst, noch einmal so 2 Halterungen. Und das ist es. Ich würde ja meinen, Nomad ist eine Premium-Marke, das heißt, das ist auch ein Premium-Kabel. Ich muss aber sagen, das trifft voll und ganz zu. Schön ummantelt, fehlerfrei verarbeitet. Die Anschlüsse auch sehr, sehr schön, wirken sehr robust. Ein kleines Logo, biegsam, tadellos. Das Ganze ist 1 Meter lang, wie gesagt. Das ist oft genau richtig lang, nicht zu kurz, nicht zu lang. Jetzt kann ich noch ausprobieren, das MacBook zu laden. Ich habe dazu das eine Ende ins Netzteil gesteckt. Das andere stecke ich jetzt am MacBook an und man hat es gehört, es lädt, das klappt wunderbar. Kommen wir darum auch gleich zum zweiten Kabel, das ist, denke ich, auch spannender. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum steht hier Battery-Kabel? Ich meine, jedes Kabel lädt einen Akku auf. Dann steht hier einmal Charge iPhone X87, dann wieder Nylon überzogen, okay, alles schön und gut. Hinten noch ein paar Informationen. Dann nimmt man das Ganze aus der Box raus und dann sieht man, was ist denn das? Und das, meine Technikfreunde, ist eine Powerbank im Kabel eingebaut. Das heißt, das Ding lädt auch ohne Steckdose. Bevor wir das Ding jetzt ausprobieren, noch vielleicht ein paar Worte zur Hardware. Das Ding ist aus Metall, wahrscheinlich Aluminium. Dann gehen auf beiden Seiten natürlich die Kabel weg. Hier zum USB-A-Port sehe ich, ist das Ganze nicht hundertprozentig sauber verarbeitet. Das sollte bei dem Preis eigentlich nicht sein. Also hier kommen scheinbar ein paar Fasern raus. Okay, auf der anderen Seite gibt es das Problem nicht. Dann die Stoffummantelung ist wieder tadellos. Das Kabel selbst ist dünner als das USB-C-Kabel. Wahrscheinlich, weil einfach weniger Strom drüber fließt. Beim Lightning-Stecker ist alles tadellos verarbeitet. Beim USB-A-Stecker auch. Das wirkt auch sehr robust. Keine Ahnung, was hier schief gegangen ist. Dann kommen wir jetzt zum magischen Teil. Also wie man sieht, das Ding ist nicht angeschlossen. Hier schließe ich das Ganze einmal an und schon wird es geladen. Wenn man jetzt zu Hause ist und man will den Akku jetzt nicht leer machen oder braucht ihn einfach nicht, dann stecke ich das Ganze einmal per USB-A am Netzteil an. Jetzt leuchtet es hier rot, das heißt, der Akku wird geladen. Gleichzeitig wird aber auch, wie man sieht, mein iPod geladen. Ich hoffe, man kann jetzt verstehen, warum ich auch Videos über Kabel mache. Ja, USB-C auf USB-C, auch wenn es von einer Premium-Marke ist, ist es nicht wahnsinnig spannend, aber ein Kabel mit eingebautem Akku, das finde ich wiederum sehr, sehr spannend. Ich muss auch ehrlich sagen, ja, das Kabel ist natürlich jetzt schwerer und mehr, als wenn man nur ein Kabel hätte. Ich finde es aber nicht dramatisch. Das Ding ist wirklich auch gewichtstechnisch in Ordnung. Also es sieht viel schwerer aus, als es tatsächlich ist. Der Akku da drinnen hat 2800 mAh. Das ist jetzt nicht super viel und wird bei den neuen Handys auch nicht ausreichen, um sie einmal voll aufzuladen. Aber für den Notfall oder für ein paar Prozent, was heißt ein paar, bis zur Hälfte oder so, schafft es der Akku auch, ist das mehr als ausreichend. Also echt ein cooles Kabel. Und wer kann schon behaupten, dass er ein Ladekabel hat, das keine Steckdose benötigt? Ich weiß es nicht. Ich kann es aber jetzt behaupten. Falls es noch irgendwelche Fragen geben sollte, schreibt mir sehr, sehr gerne. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.